A1.0. Die nebenstehende Figur ist durch den Kreisbogen BC mit dem Radius R gleich MC und die Strecken AB und AC begrenzt. Es gilt, AB sind 6 cm, MB sind 4 cm und der Winkel BMC hat 58 Grad. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. A1.1. Bestimmen Sie rechnerisch das Maß des Winkels BAC. Zuerst tragen wir mal die bekannten Größen in die Skizze ein. Wir haben AB mit 6 cm und zusätzlich MB mit 4 cm und wir wissen, der Winkel BMC ist 58 Grad groß. So, gesucht ist der Winkel BAC. Das ist der hier. Gucken wir mal an, in welchem Dreieck dieser Winkel BAC ist, der gesuchte Winkel. Der liegt im Dreieck AMC und von dem wissen wir momentan noch recht wenig, eigentlich gar nichts. Vielleicht lässt sich ein paar Sachen ausrechnen. Schauen wir uns mal die Strecke MC an. MC ist nichts anderes als der Radius dieses Sektors hier, also gleich lang wie MB. Damit können wir sagen, MC ist gleich lang wie MB und ist damit 4 cm. Also diese Strecke kennen wir auch. So, was kennen wir noch? Gucken wir hier die Strecke AM an. Die ist eigentlich auch recht einfach. AM ist nichts anderes als die Strecke AB minus die Strecke MB. Also können wir hier auch gleich aufschreiben, AM ist gleich AB minus MB. Das sind 6 cm minus 4 cm und damit bleiben 2 cm für AM übrig. Ist also auch bekannt. So, was kennen wir noch? Hier habe ich einen Winkel mit 58 Grad. Hier nebendran, das ist ein Nebenwinkel, den kann ich also auch berechnen, weil die beiden Winkel zusammen müssen 180 Grad groß sein. Also kann ich daraus schlussfolgern, der Winkel CMA ist 180 Grad minus der Winkel BMC. Und damit bleiben für CMA 122 Grad übrig. So, jetzt kenne ich schon eine ganze Reihe mehr. Schauen wir es uns nochmal an. Ich brauche diesen Winkel. Der Winkel liegt im Dreieck AMC. Es ist ein nicht rechtwinkliges Dreieck, also funktionieren nur Sinussatz und Kosinussatz. Schauen wir in der Formelsammlung nach. Die finden wir auf Seite 30. Und da heißt es jetzt, der Sinussatz wird gebildet aus Seite geteilt durch Sinus gegenüberliegender Winkel. Ist gleich Seite durch Sinus gegenüberliegender Winkel, ist gleich Seite durch Sinus gegenüberliegender Winkel. Wenn dieser Winkel gesucht ist, brauchen wir also die gegenüberliegende Seite, die ist bekannt mit MC. Jetzt brauchen wir noch eine zweite Seite, einen zweiten gegenüberliegenden Winkel, aber da merkt man schon, das ist zwar mein Winkel, aber die gegenüberliegende Seite ist nicht bekannt. Beziehungsweise, wenn das meine Seite ist, ist der gegenüberliegende Winkel nicht bekannt. Also hier fehlt noch was. Und wenn man ins Teilergebnis schaut, hier heißt es, man muss die Strecke AC noch berechnen. Das ist also genau die Strecke, die hier im Prinzip für den Sinussatz fehlen würde. Also, kommen wir doch aus Schlussfolgerung. Wir brauchen auf jeden Fall zuerst die Strecke AC. Und jetzt geht es dran, wie berechnen wir AC? Schauen wir es uns nochmal an, liegt im gleichen Dreieck. Sinussatz, überlegen wir schnell nochmal, ich habe zwar die Seite und den gegenüberliegenden Winkel dazu, aber die beiden anderen Winkel kenne ich nicht. Von so her kann man davon ausgehen, für AC funktioniert der Sinussatz nicht. Gucken wir uns den Kosinussatz an. Für den Kosinussatz brauche ich drei Winkel und drei Seiten und einen Winkel. Ich habe eine Seite, ich habe zwei Seiten, die dritte Seite ist gesucht und einen Winkel habe ich ebenfalls. Also muss der Kosinussatz irgendwie funktionieren. So, wichtig hierbei ist, man fängt immer mit der Seite an, die gegenüber vom Winkel liegt. Das kann man jetzt hier aus der Formel erkennen. A Quadrat ist gleich bla bla mal Cosinus Alpha. Also, wenn das mein Winkel ist, den ich benutze, muss ich mit der Seite AC anfangen. Aber die ist ja auch gesucht. Wir stellen damit auf, AC Quadrat ist gleich, und jetzt die beiden anderen Seiten, AM Quadrat plus MC Quadrat. Minus 2 mal AM mal MC mal Cosinus des gegenüberliegenden Winkels von AC und das ist der Winkel CMA. So, setze ich die bekannten Größen ein. AM
Wo haben wir stehen? Das sind 2 Zentimeter, also 2 Quadrat, plus MC waren 4 Zentimeter, minus 2 mal 2 mal 4 mal Cosinus von 122 Grad. So, das löse ich auf, indem ich jetzt hier noch die Wurzel ziehe. Hier habe ich ja stehen, AC Quadrat ist gleich, und um nur AC ausrechnen zu können, brauche ich die Umkehrfunktion, also die Wurzel. Man kann es auch im Solver eintippen, wer den zur Verfügung hat. Und dann folgt daraus, AC ist gleich die Wurzel aus 2 Quadrat plus 4 Quadrat minus 2 mal 2 mal 4 mal Cosinus von 122 Grad. Das tippen wir jetzt in den Taschenrechner ein und dann kommt hoffentlich das gesuchte Zwischenergebnis raus mit 5,34 Zentimetern. So, schauen wir uns nochmal an. Hier steht's, AC soll 5,34 Zentimeter sein. Also weiter geht's. So, die AC ist jetzt auch bekannt. War jetzt ein bisschen unsauber, aber egal. So, gehen wir zurück auf diesen Winkel. Wir brauchen für den Sinussatz zum Beispiel den Winkel und die gegenüberliegende Seite haben wir jetzt gegeben, sowie einen weiteren Winkel und eine weitere gegenüberliegende Seite haben wir hier jetzt zum Beispiel gegeben. Wir können natürlich auch sagen, wir benutzen den Kosinussatz, es sind alle drei Seiten bekannt und ich suche den Winkel, also funktioniert der Sinussatz oder Kosinussatz. Ich benutze jetzt den Sinussatz, weil die Suche nach einem Winkel beim Sinussatz eine Spur einfacher ist zum Umformen. Mein Ansatz heißt also, Sinus des unbekannten Winkels geteilt durch die gegenüberliegende Seite ist gleich Sinus des Winkels CMA geteilt durch die gegenüberliegende Seite. Also für den Winkel BAC folgt Sinus Winkel BAC geteilt durch die gegenüberliegende Seite, das war die Strecke MC, ist gleich, und jetzt brauche ich Sinus des anderen bekannten Winkels. Das war der Winkel CMA geteilt durch die gegenüberliegende Seite und das war die Strecke AC. So, ich löse jetzt nach dem Winkel BAC auf, indem ich zuerst mit diesem Nenner hier unten multipliziere, also der muss zuerst weg, indem ich einfach hier die Gleichung mal MC rechne, beziehungsweise ich setze die bekannten Größen schon ein. Dann folgt Sinus BAC ist gleich Sinus von CMA, den hatten wir schon oben schon mal ausgerechnet mit 122 Grad, geteilt durch den AC haben wir gerade eben erst ausgerechnet mit 5,34 Zentimetern mal. Und MC war 4 cm groß. So, jetzt habe ich hier noch stehen Sinus vom Winkel BAC. Ich will ja aber den BAC alleine haben. Also bringe ich die Umkehrfunktion an mit Sinus hoch minus 1. Und daraus folgt dann, der Winkel BAC ist gleich Sinus hoch minus 1. Und jetzt von diesem kompletten Term hier auf der rechten Seite, also Sinus von 122 Grad, geteilt durch 5,34 mal 4. Und das kann man jetzt ganz normal in den Taschenrechner eintippen. Und dann kommt vor den Winkel BAC eine Größe von 39,44 Grad raus. Und damit sind wir fertig.